Herzlich willkommen zu den Spielerporträts des TSV Crailsheim. Was sind deine bisherigen Vereine? Meine bisherigen Vereine waren der TSV Galdorf und die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Und meine bisherigen Vereine waren der TSV Ingelfing und SGM Kickers Mittleres Kochertal. Und meine bisherigen Vereine waren der SV Frickenhofen. Ich spiele momentan parallel auch noch bei der SGM Limes. Meine bisherigen Vereine waren die Spielvereinigung Gammelsfeld. Ich habe bisher beim SV Frickenhofen bei den Los gespielt. Meine bisherigen Vereine waren der TSV Herbolzheim und SPV GG Ötheim. Meine bisherigen Vereine sind der TSV Zofen. Meine bisherigen Vereine sind SGM Limes. Meine bisherigen Vereine waren SC Steinbach und der TSV Michelfeld. Meine bisherigen Vereine sind der TSV Essingen. Mein bisheriger Verein war die Spielvereinigung Satteldorf. Und ich habe vorher in TSV Thalheim in Heilbronn gespielt. Wer ist dein Vorbild? João Cancelo, Bernardo Silva und Benny Henrichs. Cristiano Ronaldo, Jamal Musiala. Mein fußballerisches Vorbild ist Alexandra Popp. Jamal Musiala. Mein Vorbild ist Manuel Neuer, weil er nie aufgegeben hat, egal wie schwer es war. Lena Oberdorf. Mein Vorbild ist Clara Bühl. Cristiano Ronaldo. Musiala aus Galatasaray Istanbul. Was sind deine Stärken auf dem Platz? Meine Stärken auf dem Platz sind meine Zweikampfstärke, meine Kopfballstärke und der Ehrgeiz. Meine Zweikampfstärke, meine Übersicht, meine Willen und meine Teamfähigkeit, Standards, Spielübersicht und die Bälle zum Verteilen. Meine Stärke auf dem Platz ist die Übersicht, meine Schnelligkeit. Schnelligkeit und Ausdauer. Meine Stärken auf dem Platz sind eigentlich der Ehrgeiz. Dass ich einen sehr großen Ehrgeiz habe, dass ich nie aufgebe, weil auch wenn es aussichtslos scheint. Mein Zweikampf, das Spielverständnis und Dribbling. Wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, was willst du dann werden? Das weiß ich noch nicht. Ich möchte mal wieder Physiotherapeut werden. Ich möchte mal zur Polizei gehen später, aber erstmal möchte ich mein Fachabitur machen und dann vielleicht sogar auch studieren. Neben Fußball würde ich vielleicht in die Logopädie einsteigen. Außerhalb vom Fußball würde ich mal gerne Lehrerin oder Polizistin werden. Bei welchem Verein würdest du gerne mal spielen? Ich würde gerne mal beim FC Barcelona spielen. Ich würde gerne mal beim FC Bayern München spielen, also mein Lieblingsverein. Ich würde gerne mal beim FC Bayern München spielen. Es ist ein großer Verein und wäre schon ziemlich cool. Und ich würde gerne beim FC Barcelona Frauen schon mal spielen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Durch meine Familie, vor allem durch meinen Bruder. Ich bin zum Fußball durch meine Familie gekommen. Ich bin durch einen alten Freund zum Fußball gekommen. Zum Fußball bin ich gekommen durch meinen Vater und durch meinen Bruder. Also ich bin durch meine Familie zum Fußball gekommen. Vor allem auch durch meinen Papa und durch meine Familie. Zum Fußball bin ich durch meine Familie gekommen. Durch einen Klassenkamerad von mir. Ich bin zum Fußball gekommen durch meinen ganz kleinen Bruder. Er hat angefangen mit Fußball zu spielen und ich war halt zufälligerweise beim ersten Training dabei und es war so langweilig, dass ich halt der Trainer mir angeboten hat, dass ich das nächste Mal einfach auch mit trainieren kann. Meine Eltern haben gedacht, es geht nur ein paar Wochen das Training, aber ja, jetzt sind es schon 9 Jahre. Ich bin zum Fußball gekommen durch meinen Bruder. Zum Fußball gekommen bin ich durch meine Freunde in meinem Ort, durch meine Eltern, weil die mich zum Fußball gefahren haben immer und dann spiele ich schon seit ich klein bin. Zum Fußball bin ich gekommen durch meine Familie. Ich bin zum Fußball durch meinen Vater gekommen, der hat auch mal eine lange Zeit sehr hoch gespielt. Ich bin durch meinen Vater zum Fußball gekommen. Was möchtest du im Fußball erreichen? Also im Fußball will ich erreichen, dass es mir immer Spaß macht, dass ich Freude dabei habe. Dass ich auch mal Profi werde. Ich möchte im Fußball erreichen, dass ich weiterhin viel Spaß habe, dass wir mit dem Team noch ein paar Siege holen können. Ich will mich selber so weit entwickeln, wie es geht und immer meine Leistung auf den Platz bringen. Ich möchte mich im Fußball auf jeden Fall weiterentwickeln. Ich möchte im Fußball erreichen, dass wir im Team mehr noch viel erreichen werden. Ich möchte ziemlich viel erreichen. Ich möchte alles geben, denn es ist einfach meine Leidenschaft. Ich lebe für Fußball. Ich spiele, seit ich denken kann, Fußball. Im Fußball erreichen möchte ich, dass ich mich persönlich immer weiterentwickle, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Mit Fußball möchte ich erreichen, dass ich halt Spaß habe und vielleicht kann ich auch irgendwann Geld verdienen damit. Im Fußball will ich irgendwann mal in Bundesliga ankommen. Ohne welche App könntest du nicht auskommen?
Meine Lieblings-App ist Instagram. Meine Lieblings-App ist Instagram. Snapchat, Instagram und TikTok. Ja, TikTok, ich verbringe sehr viel Zeit auf TikTok. Ich denke, das tun die meisten Jugendlichen. Meine Lieblings-App ist Snapchat. Instagram. Meine Lieblings-App ist Snapchat. Wer wird deutscher Bundesligameister? Ich glaube, dass Bayern deutscher Meister bei den Frauen wird. Meister wird Bayern München. Ich denke, der Meister wird FC Bayern München. Deutscher Bundesligameister wird Leverkusen. FC Bayern. Leverkusen. Meister wird dieses Jahr Leverkusen. Zeig uns deinen Jubel. Mein Jubel ist der hier. Ja. Und mein Jubel ist mit einer Teamkameradin dazu. Na, hat dich das Video gerade genauso elektrisiert wie mich? Dann lass uns doch ein Like und Abo da. Und wenn du noch mehr sehen möchtest, dann findest du hier unser neuestes Video und hier ein zufällig ausgewähltes. Bis bald, bleib sportlich und fair.